Hallo, willkommen zurück. Wir werden heute bestimmt irgendwas machen, das uns dabei hilft, den Enderdrachen irgendwie zu besiegen. Es ist gerade Gewitter. So. Die Betten sind übrigens die Farbabfolge von meinem T-Shirt. Das war nicht mal Absicht, aber ich habe das so gemacht, damit wir uns halt wirklich auch unterscheiden können, welche Betten wem gehören. Oh, und der eine Setzling, der hier auf dem kleinen Teil war, der ist jetzt ausgewachsen. Ja, ja. Das ist so, ich habe Essen eingepackt. Einen ähnlichen Vibe. Ah ja, genau, also nehmt euch Essen mit und auf jeden Fall auch noch Also wollen wir direkt schon los? Ich will nämlich eigentlich... Ich dachte, wir machen das hier noch schnell fertig. Bisschen muss das Haus noch fertig werden. Achso, ja, machen wir auch. Ja, mach das noch fertig. Birken sind, habe ich hier die Setzlinge stark. Können wir noch Ressourcen besorgen, die uns helfen? Achso, stimmt, wir bauen gar kein Dach, wir machen da einfach, wir machen Blätter. Wie macht man aus Weizenbrot? Kann man das nur craften? Einfach? Ja, genau, craften. Fully gerade im Jahr 3000 vor Christus. True. Wie macht man aus Weizenbrot? Ich wollte. Das ist keine dumme Frage, es war nur. Was morgen ich wollte kurz an ein bisschen Brot machen. Ja, ich habe auch ein bisschen Brot gehabt. Oh, das wird das ganz schön aufreibend gerade. So, ich habe 20 Brot. Ich halte das dann mal Fleisch. Auf. Oh ja, geil. Also, Kartoffeln sind auch mega wichtig. Haben wir Kartoffeln angepflanzt? Nee, oder? Ja, habe ich angepflanzt. Okay, weil das gerade, wenn wir mal so richtig Kartoffeln haben, das sind die besten Items zum Heilen. Weil die heilen an sich weniger als ein Steak, aber meistens sind, Schmecker, lecker Au. Schmecker. Und Au. Die sind unglaublich köstlich. Morgi? Das ich auch. Die Keller. Da hast du ein bisschen Brot. So, oh, da danke. Hast du. Also auf jeden okay, Fall okay, da ist ja. Brot neben dir. Morgi, du bist gerade in den Kisten, du kannst dir ein bisschen Knochenmehl mitbringen. Hier ist alles drin. Boah, wirst du ein blaues Wunder erleben. Wie viel Knochenmehl? Ich nehme da 20 mit. Safe, Johnny. Wo bist du? Noch 5 Brot. Ich habe ein bisschen. Oh, damit kann man Dünger machen, oder? Kann man damit Zeug düngen? Ich bin versorgt. Warum haben wir eigentlich keine Wände da unten? Brot? Ja, man kann so richtig ins Haus rein. Ich habe auch richtig viel mit. Also falls einer von euch mal zu wenig hat oder so, kann ich dann auch. Ja, Johnny wollte eigentlich Gläser machen. Johnny, so Knochenmehl. Ich habe noch Glasplatten, 16 Stück. Aber du hast die Fenster nicht eingesetzt. Das stimmt. Ich bin immer abgelenkt. Johnny, und jetzt kannst du mit dem Knochenmehl auf die Setzlinge drauf. Achso, ich hab das Knochenmehl jetzt fully. Achso, danke. Achso, ja, das hab ich jetzt. Ich hatte schon Brot, aber danke. Hier. Oh, dann sind ein paar Skelette. Ja, ist schon wieder dunkel? Die sehen super cool aus. Ja, es regnet. Mach mal das Knochenmehl auf die Setzlinge drauf. Ich brauche nicht so viele. Doch, sonst klappt das nicht. Du hast echt mehrere. Ah, okay, aber, stimmt. Aber mit dem geht. Ah, doch. Zack, doch, das geht ja. Dann würdest du schon hinlegen. Zack. Wow, okay, mehr Knochenmehl habe ich nicht dabei. Ja. Ich so, jetzt, oh, jetzt ist es weg. Ist es Johnnys Aufgabe, erstmal die Fenster fertig zu machen, dann können wir uns hinlegen, würde ich sagen. Johnny, überwachst Fenster. Du mich gerade oder was? Ja, ich will die Fenster haben. Ja, es ist die sind mir wichtig. Sonst ist es so ungemütlich, sonst wird es so kalt, weißt du? Stimmt. Brrr. Ich schlaf schon. So langsam. Ich schlafe mehr. Wird hinten. Wird's warm. Nein, wir haben nur noch 2. Ach, nö. Ach, das ist unsatisfying. Na gut, egal. Ja, wir haben halt ein paar kaputt gemacht vorhin. Ja, so ein bisschen eine Brise braucht man halt noch. Bei so einem lauen Sommergewitter. Eine miese Friese. Miese Brise. Ne, fiese Brise. Oi. Fiese, miese Friese. Miese Friese. Mal gucken, okay, wie wer hat sich denn Lederrüstung gemacht? Ich finde, will einer was. Also, du wärst, wenn du unser Leder nicht verschwendest. Du hast einen Eisenhelm? Was wir verschwenden? Wir haben doch, wir bauen doch an die fuck? Kühe. Du hast, ja, das stimmt. Außerdem, Maeve, was für Eisenhelm? Wir haben endlich keinen anderen. Ja, ja, wirklich. Ja, weil ich die in der Kiste gefunden habe im Dorf. Ja, genau, okay, also das ist okay. Ich finde, wir sollten auf jeden Fall zu meinen auch Öfen mitnehmen und ein Crafting Table und so, oder? Und ein Holz halt auch. Ja, wir haben. Okay, wir haben. Hat jemand Holz von euch? Craftet die doch! Bau doch nicht uns ab! Okay. Ich kann ein bisschen Holz holen, wenn du willst. Maeve ist so aggro. Was für ein Ding? Soll ich Holz holen? Ja, wir haben ja alles aufgebaut und gemacht. Ach, das und ist, gehst ich krieg, hin das, und ich krieg genug Leder davon zurück, oder? Und dann machst du anderes Zeug. Soll ich Holz holen? Ich bin ja nicht wütend. Ich bin Hockey nur. Ja, vielleicht so. Ich beobachte. Da musst du die richtigen Wege geleitet. Da vorne ist eine Schlucht. Ich würde nicht gehen. Ja, hol mal ein bisschen Holz, damit wir was nur verkaufen. Ich dachte, wir haben einen Garten und kein Wald auf dem Dach. Nee. Nein, er wollte einen Wald auf dem Dach. Es ist ein Garten. Das war der Plan. Vor allen Dingen, der eine Baum ist auch noch dieser Riesenbaum geworden. Das sieht super cool aus, muss ich sagen. Mit so Querbalken auch und alles. Nee, Querbalken, den habe ich gemacht. Hat er das so gemacht? Wir könnten, das war eigentlich mal der Dachstuhl.
Wir können aber auch ein Baumhaus bauen. Morgi, wir müssen noch eine wichtige Sache machen bei deinem Dach. Und zwar müssen wir... Ja. Fackeln? Nee. Nicht lang fackeln. Wir müssen so machen. Und jetzt wächst das Gras von unten über die Erde nach oben. Oh ja, stimmt. Ja. Ich wünsche, man könnte Treppen aus Erde machen. Ja, warum gibt's eigentlich nicht? Stimmt, so das ist die Frage. Das ist eigentlich das Simpleste, was überhaupt... Morgi, stell die wichtigen Fragen. Hast du noch Knochenmehl, Maeve? Also Knochen? Nee. Oder Mehl? Weil dann kannst du, glaube ich, auch das Gras schnell wachsen lassen, oder? Ich hab die alle in die Kiste gepackt. Nee, ja, aber komm, das geht, wir gehen jetzt 5 Stunden auf Dungeon-Tour. Ja, würde ich auch sagen. Wollen wir die Schlucht da vorne hingehen? Ich hab da eine Schlucht. Ja, die Schlucht ist Mucht. Wir gehen in den Steinbruch. Okay. Hier oben, aber ist schon schön. Ich schwimme eine Runde. Wir spawnen jetzt im... Oh mein Gott. Wir spawnen jetzt was? Wir spawnen im zu Dorf. Hause. Ja, gut. Sorry. Da ist ja nicht weit weg. Die Schlucht ist ja direkt hier. Ich glaub, also wir gehen dahin, wo wir vorher waren. Hallo, hier unten! Warum wusste ich das? Als ich gerade kurz weggegangen bin, habe ich extra die Kamera da hingestellt. Ist einer noch im Dorf und kann Wassereimer mitnehmen? Ja. Da können wir uns. Habe ich ihn gefangen, den Hasen? Da haben wir einen Fahrstuhl nach unten. Haben wir den Wassereimer irgendwo? Ich weiß generell nicht, wo wir hingerannt sind. Das war mein Problem, Hockey. Mann, ist das scheiße. Wenn dir noch was ist passiert? Dann ist das Loch zu. Wie viele Wassereimer brauchen wir denn? Eine reicht eigentlich. Okay, hast du kein Wolli, willst du auch rein, oder? Was soll ich denn? Ich meine, gerne. Egal, ich bin nicht hochbauen. Danke. Oder was heißt auch? Du hast. Hockey und ich werden heute noch so aneinander geraten, das sage ich dir. Warum? Ist doch gar nicht. Das glaube ich, der ist auf Kamal geblastet heute. Wie Ricky mit seinem Tweet. Ist ja auch egal. Wenn man hier runterfliegt, hat man direkt erste Treppe. Gesundheit. Ciao, pass auf. Danke. Das wäre so witzig, wie das gestorben ist. Wollen wir noch ein bisschen Brot mitnehmen? Ja, jetzt soll ich das an. Fully hat allen Brot gegeben, Johnny. Warte. Ist das voll geheilt? Noch ein bisschen mehr. Hast du wenigstens Zeug gepflanzt? Okay, warte mal. Wenn du es so abbaust, oder? Maeve. Ich habe noch 3 Herzen. Aber Hawkey hat doch eine Treppe gebaut. Ich habe da eine Treppe gemacht. Ja, nee, hör auf! Hör auf damit! Hey, ach, ich habe da extra eine Treppe gebaut. Aber man darf nicht so durchrennen. Ich hab schneller Farben, hoch. Ich weiß nicht genau. Muss ich das jetzt wieder hauen? So sieht's so raus. Ja. Wir haben Pferd da unten. Du kleine Ho. Seid ihr in der Schlucht drin eigentlich? Oder? Ich hab keine Ahnung, die sind auf einmal alle. Nein, wir sind hier. Wir sind direkt neben dem Lager, das ist so noch geboten. Ja, okay, ich weiß. Oh, echt? Oh, wir suchen euch auch gar nicht, alles gut. Ich hab euch gesucht. Ja, aber du stehst im Dorf rum. Komm, ich tue das Pferd, oder? Ich hab mich nur einmal kurz. Du hast sie nur mental gesucht. Ach, shit. Nee, ich hab mich umgedreht. Super Schuss. Wo bist du? Sorry. Johnny? Ich hab mich nur einmal umgedreht und dann. Wo ist Johnny? Oh, komm, Morgi, willst du doch. Du willst es doch, Morgi. Ich such die auch gerade. Hä? Sind die da unten drin? Junge. Wo seid ihr? Ich glaube, die sind in die andere Richtung gerannt, oder? Das ist nicht dieselbe Schlucht, die ich bei unserem Haus. Hier vorne. Da, ich sehe jemanden. Nee, das ist ein Pferd. Ah, okay, da, ich sehe euch. Schubst dich bitte nicht hier runter, okay? Danke. Es sind halt wirklich 5 Meter nur. Ja, wir haben euch doch gar nicht verloren. Alles gut. Oh mein Gott, wir können hier super easy runter. Freunde, passt mal auf. Mach den Wasser ein. Wenn ihr da seid, machen wir den Dammbruch, okay? Oh nein, geil. Komm her, Morgi. Mach das. Kommst du mir, Morgi? Morgi, komm mal her. Was ist denn? Ich will mal her. Was ist? Was kommandiert ihr mich immer rum? Wie kommen wir da jetzt runter? Wenn du da runter guckst, dann siehst du unsere Schatten. Du hast ein Wasser immer, Fully, du kannst überall runter. Ich sehe keinen Schatten. Da ich unten? Weiß gleich, wie das geht. Ach so! Holy shit! Guck mal, unsere Name-Tags haben Fully, sogar mach mal den Wassereimer hier. Ja. Ja. Johnny, komm, Johnny, wir machen den Staudamm. Oder so. Der Dammbruch! Okay. Let's go! Bereit. Der Damm muss weg! Isengard muss fallen! Der Damm muss brechen! Oh shit! Alter, ist das gut, das ist richtig praktisch für uns. Was ist denn da unten? Da sind Alpakas. Schwimmen wir da jetzt mit runter? Oh ja! Die Alpakas rennen vor dem Wasser weg. Wir haben so eine Sturzflut in der Schlucht erzeugt. Oh, Bart, wir retten dich! Scheiße. Yeah! Oh, nieder mit Saruman! Wie so ein Sondereinsatzkommando springen wir hier so runter, Junge. Hatten wir schon Smaragde für den Trade? Weil wir können uns hier ein bisschen... Gute Arbeit. Bucket of Tropical Fish? Ich könnte hier Nemo kaufen von dem Ihr habt Fackeln, oder? Nemo? Ich hab Fackeln. Ich könnte einen Clownfisch kaufen, glaube ich. Alter, das ist so eine riesen Schlucht schon wieder. Holy shit. Ja, hier werden ja aber so viel geiles Holy! Vorsicht! Ja? Was ist? Schlucht, habe ich gehört. Haben wir eine Schlucht? Ein bisschen Eisen sehe ich schon, aber... Hat jemand Fackeln? Ja, ich habe übrig. Ich hab Also hat jemand welche übrig? Ich würde mich auch gerne... Ich hab wir können auch alle in die gleiche Richtung. Was suchen wir überhaupt?
Hier ist auch Kohle, Eisen, alles Mögliche. Wir können auch dir, also was wir finden. Was wollen wir denn? Was braucht man denn nochmal, um das Spiel durchzuspielen? Wir wollen ja in die Hölle und dann müssen wir irgendwie. Wir brauchen Diamanten. Eine Festung finden. Diamanten auf jeden Fall, weil sonst können wir kein Portal machen. Wir brauchen Diamanten und wir brauchen Eisen erstmal. Der erste Schritt ist wirklich in den Nether zu kommen. Und wir brauchen halt auf jeden Fall. Ich habe noch ein bisschen Wasser gefunden. Diamanten für ein Portal, was? Doch klar, und na, wir brauchen es nicht zwingend, aber brauchen wir es wahrscheinlich. Achso, ja, ich wollte es auch wahrscheinlich. Oh mein Gott, hier ist so ein unterirdischer See! Oh, ich habe halt diesen Speedrun-Scheiß im Kopf. Fuck! Oh Gott! Fuck! Ah! Oh nein! Geht's euch gut? Ich weiß auch nicht, was da abgeht. Da ist doch gar keine Luft drinne. Ja, da darfst du nicht rein. Boah, man sieht hier echt schlecht. Und Full Iron ist halt auch wichtig. In Nether werden wir sterben ohne Rüstung. Das ist halt mit wirklich. Dem Shader ist das Wasser. Oh mein Gott, warum? Durchsichtig. Wir sind fast gestorben. So wie Wasser das so an sich hat. Ich hasse es, wenn Wasser durchsichtig ist. Ja. Maeve, hast du Fackeln übrig? Ich wünschte, Wasser wäre einfach nur blau. Ich draft einfach mal ein paar, ja. Alter, ich kann auch welche machen. Ich kann einfach ein paar Stiele machen. Ja, deswegen. Und dann selber. Ich mach selber welche. Okay, blau sollte ein Blau sein. Ich hab 64 gemacht gerade hier. Der war da hinten. Ich hab das Eisen ja gar nicht. Ich hab mir 21 gemacht. Ja, warte, ich geb dir noch 64. Oh, das wäre so ein leuchtender Squid. Seht ihr den? Ah, ne, ihr seht davon sowas gar nicht. Schade. Du meinst dich, oder? Du bist 3 Kilometer weit weg. Lass mir die Hülle erleuchten. Ich dachte, ihr wärt so bei mir. Wir reden wieder von sich selber. Ne, ich hab den Squid vorhin auch leuchten gesehen, als du davon redest. Oh, der ist voll hübschi. Hübschi? Ist er doch. Na, er sagt, das ist nicht die Wahrheit. Ich hab ihn nicht gesehen. Hockey, gib mir mal ein Wort, was ich maximal verniedlich kann. Ich hab grad 4. Ach, Hockey? Stimmt, Eisen wächst ja jetzt irgendwie anders, ne? Aber ich hab vergessen, wie die Regeln. Aber dein Name ist schon niedlich, deswegen. Muss es eigentlich ein längeres Wort sein. Was ist, Maeve? Eisen kommt jetzt irgendwie anders auch vor. Ist das in so? Höhen, das in ganz hohen Lagen und irgendwie ziemlich tief auch. Wo seid ihr eigentlich? Ich sollte Morgi. Nicht so weit alleine. Wo bist du? Einfach den Fackeln folgen. Alles gut, guck mal, alles gut. Wir sind alle bei Morgi. Guck, es geht hier nämlich noch ein gutes Stück weiter runter. Ich guck dir das an, Fully. Ja. Oh, mit dem Wasser kommt man halt auch so komfortabel runter. Ja, das haben die Jungs gesehen gerade. Hockey läuft da rum. Hier geht's so tief runter. Ja, runter kommen wir gut, aber hoch müssen wir noch. Hier ist Wasser überall, um hochzukommen wieder. Hoch, ist das Lapis? Ja. Yeah. Ist das Diamant hier? Nein, oh Gott. Oh mein Gott, ich wurde abgeschossen. Aua. Da unten sind, glaube ich, Skelette, Jungs. Passt mal auf. Wobei, meinst du? Oh. Ja, doch, da unten ist schon sehr gefährlich. Oh, geht das weit runter? Will ich hier schon runter? Oh mein Gott, wo bin ich? Ein bisschen gefallen. Achtung, Mann, ein Skelett macht mich hier an. Was macht der mich so an? Ja. Der toucht mich die ganze Zeit. Warte, nee, mit seinen knöchrigen Fingern. Ich wette, der. Wisst ihr, wo ich den am wenigsten. Oh nein! Ich dachte, ich komme zum Wasserfall rüber. Mit dem Wasser kommt man hier so leicht runter, Morgi, habe ich recht? Ja, kommt man auch, aber ich dachte, ich spring zum Wasser rüber und ach. Das ist Lapis, Scheiße. Oder? Das ist viel zu Diamant. Viel hier. Was, das ist ein Diamant? Stark. Ich dachte, das ist der Lapis, weil es zu viel hier unten gibt. Nein. Oh. Hä? Vorsicht, hier gibt es doch viel mehr von denen. Soll ich abbauen? Oh, ich habe auch Diamant. Let's go. Was ist das für ein komischer Zombie? Ja, let's go, Hockey, easy. Ne, ich bin tot, keine Sorge. Das meine ich nicht. Kannst du mir denn... Shit, hier sind deine hier Sachen, Moggy. Viele. Ich habe gesehen, wo du gestorben bist. Ich habe leider ein bisschen was eingesammelt. Ich bin auch mal einsam. Ich will das Achievement. Hier okay, ist auch noch einer. Ich sollte deine Sachen wahrscheinlich einsammeln, so oder? Fucking ich habe keine Ahnung, es wird langsam dunkel hier draußen, ich weiß nicht, wo die Mine war. Ich hab Angst, dass dein Scheiß gesprengt wird. Fuck. jedes Mal ist ein Creeper da, wo man die Sachen... Wird. Ja, jedes Mal, wenn ich Sachen einsammle, ist da ein Creeper direkt. War mal jemand Diamant war's. Mitgenommen? Ist dein Zeug jetzt kaputt, oder was? Ich hab ein bisschen was eingesammelt von Morgis. Leute, beschützt mich, ich hab Diamant. Ich auch, wir alle. Alle Diamanten und Fully. Nee, das stimmt so nicht. So lame. Er denkt, der ist was Besonderes. Naja, ja, wir haben alle Diamanten. Fully. Oh, ist eine Fully. Wasserleiche. Oh nein, nein. Morgi, findest du die? Sollen wir Koordinaten geben? Nee, ich bin schon wieder unten. Ich folge den Fackeln. Stark. Ich baue Redstone mal auch ab. Ich weiß nicht, inwieweit wir es brauchen, aber. Ja. Oh, es gibt XP halt, oder? Ein bisschen? Ja. Nimm mal mit. Zeug verzaubern ist auch nicht schlecht. Eisen auch nicht schlecht. Oh, das leuchtet das Squid. Oh, jetzt Morgi, du hattest ja Stiefel. Ja. Joink. Ist mein Eisen noch da? Ich habe nicht super viel Eisen mitgenommen. Ich glaube schon, ja, warte. Hast du aufs Eisen gekommen? Wir beide haben insgesamt 55 Eisen jetzt. Ich hatte nur Fackeln gesehen an der Stelle. Die hat Johnny, glaube ich, ach, da ist er ja. Das ist ja mal. Zwei mehr Diamanten gefunden. Hallo. Wo seid ihr, Jungs? Oh, noch mehr Diamanten. Sind die leuchtenden Typen hier unten? Morgi, willst du vielleicht was haben, damit du dich verteidigen kannst und shit? Ja, wäre ganz nett. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das leuchtende Typ, ich will nicht einfach so an ihm vorbei. Der macht, glaube ich. Achso, der.
Oh ja, der ist scheiße. Oh, da ist Mugi. Oh, da liegt ein Schwert, ich nehme das mal mit. Okay, Fully kommt, das wir hier, Eisenschwert. Hier, ich bin da. Denk dran, Fackeln zu setzen. Damit ich habe Angst so vor Wasser-Zombies, aber anscheinend war es nicht schlimm. Fully ja, hinter dir. Ja. Johnny macht das. Gute Arbeit, Johnny. Hast du mich geschlagen, Fully? Nein, ich habe keinen zugeschlagen. Okay. Oh Mann, ich habe gerade so ein bisschen mehr Fackeln oder? Dabei. Ja, klar, ich hatte okay. Die Pudel abgelegt. Fackeln? Stark. Nicht lang fackeln, wa? Ja. Yeah. Was willst du haben? Du hattest noch eine Schaufel. Eine Spitzhacke wäre, glaube ich, ganz gut, wenn wir hier sind. Ich sehe gerade nur eine Eisenspitzhacke. Ich hätte zwei Eisenspitzen. Nein! Wo sind die? Eine wurde bestimmt. Egal, gesprengt. Wir haben ultra viel Eisen. Lass lass mal unten schnell Eisen schmelzen. Okay. Braten, ich weiß nicht. Braten zu allem, was Rüstung wir machen. Bauen schon mal und so. Ich habe auch ein bisschen Gold gefunden. Will jemand vielleicht auch was bauen, damit ich eine Spitzhacke haben kann wieder? Können wir ja, eventuell so eine Art Untergrund. Nimm mal die von mir schon mal. Also eine Steinspitzhacke kannst du schon mal haben, sonst habe ich. Und ein Schild habe ich aktuell auch nicht. Das heißt, es ist relativ gefährlich für mich, glaube ich. Da brauchen wir eigentlich nur ein Eisen für. Wollen wir den Squid töten? Ja, töten. Nee, was soll denn das? Ich will ihn töten. Dann bekommst du einen Leuchten. Okay, jetzt will ich nicht. Sonst bin ich der Komische. Dann sagt ihr alle so, oh, Fully, du hast das Wunder der Natur zerstört. Du hast einfach diesen leuchtenden Squid getötet. Warum hast du das getan? Jetzt kann ich niemand mehr sehen. Da ist einer vor meinen Augen vorhin gestorben. Das ist schon okay. Ja, warum hast du es getan? Aber was ist mit der Perle der Natur? Hab ich nicht. Ich hab niemanden getötet. Perle! Was kann man aus diesen Glow-Insects... Perle! Was kann man aus den Glow-Insects eigentlich machen? Es hat doch bestimmt jemand Kohle dabei, oder? Die anstatt von Holz da in den Öfen rein kann. Ich hab 9 Kohle. Okay. Oh, ich sehe gerade den Rest von meinem Inventar neben Johnny, wo er gerade vorbeigelaufen ist. Ja, es hat sich echt viel verteilt. Ich habe 2 deiner Level gerade aufgesammelt. Ist schon okay, ich weiß nicht, was die bringen. Du bist Level 10 oder so. Damit kann man ich bin Level 7. Oh, du hast doch Eisen hier. Ja, du hast auch die restlichen Blöcke mitgenommen von mir. Warum hast du die denn nicht? Hockey, ja. Warum hast du den gut getötet? Hab ich nicht. Leuchtenbeutel. Das gemacht. Ich hab gar nicht. Ich habe übrigens gerade nachgedacht, weißt du, was die machen? Ich nehme das auf, ist so ein Part, dass ich es nicht getan habe. Diese Leuchttintenbeutel, mit denen können wir, also es gibt so Item-Frames, da können wir halt Items reinstellen, so wie so eine Art Bilderrahmen. Und mit dem Inksay können wir die leuchten lassen. Morgi, hattest du irgendwie 20 Äxte dabei oder so? Alter, wie viele Diamanten bei dir sind? Nein. Ich habe so viele Äxte in meinem Inventar. Wir haben so viele Dias, krass. Ich habe auch schon Dia gefunden, ja. Ein bisschen Gold wäre noch ganz cool. Ich hab 3. Was will man denn als erstes mit dem Diamanten? Wie viele Dias hast du, Hockey? Ich habe 2 nur. Ich habe 18. Ja, Junge, 18 Dias. Ich würde behaupten, als allererstes wollen wir eine Spitzhacke machen, oder? Kann sein. Fürs Obsidian, genau. Und dann würde ich ist nicht schlecht, ja. Dann gib mir mal ein Crafting-Table, weil ich habe das Holz in den Ofen gelegt. Junge! Das ist jemand anders. Ich habe das Holz. Junge, so ein großer Zombie! Was ist passiert? So ein großer Feuerball, Junge. Will man hier unten noch Kohle? Ja, müsste man, ne? Ich habe vorhin ein bisschen Kohle gefunden. Wir hatten jetzt das Holz aus dem Ofen, das war Fully dann, ne? Ich baue mal ein Crafting Table. Brauchst du Fackeln, Moggy? Nee, ich habe welche. Okay, gut. Ich werde nur die Spitzhacke kaputt machen, damit ich eine Eisenspitzhacke verwenden kann. Gib mir Deckung. Vorsicht, eine Fledermaus. Verstehe ich. Johnny! Ich gebe dir Deckung. Da. Ich habe deinen Rücken. Okay. Ach du Scheiße, die. Kann ich nicht eine Eisenspitzhacke haben? Ja, kriegst du gerade von mir. Die Steinspitzhacke ist echt nutzlos hier unten. Die ist scheiße. Hier, komm, hol's dir. Ah, bin da. Ja, hol's dir, mein Junge. Ich hab eine Diamantspitzhacke gemacht schon. Bruchtiefen Schiefer heißt der. Was können wir denn mit dem Glow-Ink-Sack machen? Kann man dann ein Leuchtbett bauen? Das hab ich gerade eben gesagt. Erklärt. Echt? Scheiße. Ja, kannst du Sachen ausstellen. Ja. Also du kannst die Item-Frames damit leuchten lassen. Hä? Wo hab ich denn einen Pinsel her? Keine Ahnung, rumgepinselt. So Redstone will keiner haben, oder? Ja, für Experience kannst du die abbauen, für XP vielleicht. Ja, irgendwelche Leute, die Informatik hier drauf haben. Aber auch sonst noch jemand jetzt was aus Eisen außer Rüstung? Eine Eisenpickaxe nochmal vielleicht? Noch ein Haus aus Eisen. Ja, meine ist fast. Oh geil, Gold. Oh Gott, da ist Gold, aber das ist ein Creeper. Nee, ich finde hier bestimmt irgendwann was. Ich mache noch eine und dann sollte das passen. Jetzt darf ich mir irgendein Rüstungsteil bauen? Nein. Ja, los geht's. Aber fang mit Harnisch an. Womit fängt man an? Also, ist eigentlich egal. Wenn wir genug haben. Hades? Harnisch, aber das kostet halt am meisten. Was ist denn das? Der Brustkorb. Die Chestplate, okay. Ja, genau. Scheiße. Kostet am meisten, aber bringt am meisten Rüstung. Wer schießt auf mich? Ein Skelett wahrscheinlich. Ja, ich hab's noch nicht gesehen, jetzt seh ich's. Mach dich fein! Hat Moggy eigentlich schon ein Schild? Mach dich fein. Achso, ja, ich wollte mich eh nur gerade in die Seite, wo ich bisher noch nichts anderes als Holz, Steine oder? Gefunden habe.
Das heißt, das läuft ziemlich gut. Ja. Baust du Moggy mal ein Schild? Ich glaube, du hast Holz. Oder Maeve, mach du. Ich bin gerade... Johnny, ich kämpfe gerade um mein Leben. Ja, komm mal zurück. Komm mal zurück jetzt. Hier. Du, ich stehe vor dir. Ja, dann ist ja gut. Wieso kämpfst du gerade? Weil es geht nicht. Gib mir mal Eisenbahn. Ich weiß nicht, ob Johnny dir hilft, wenn Johnny, du dein Leben kämpfst. Johnny, gib mir mal Eisenbahn, Johnny. Warte. Werf mir mal ein Eisenbahn ins Inventar. Nee, ich werf dir jetzt erstmal das hier ins Inventar. Hier habt ihr Holz. Das kannst du direkt anziehen. Alter. Ja, kann ich gleich, sobald ich... Dia! Das Schild gemacht habe. Fulli, zieh das mal an. Junge, das pass mal auf das Achievement, Freunde. Oh, danke. Oh Mann, wir haben so viele... So sieht's doch aus. Gut. Oh, Moggy hat Diamanten gefunden. Noch mehr? Yo, let's go, Moggy. Hast du einer von uns. Wie viele hast du gefunden? War nur 2, das heißt, das war ein bisschen shit. Ist okay, ich habe auch nur 5. Nein. Ich kann jetzt dumm, aber im Vergleich zu Maeve, der hat ja so 20 oder so. Im Vergleich zu Maeve. Ja, Maeve hat Arsch. Oh, Fulli, mach mal eine Kiste hier hin. Ich glaube, dann können wir ein bisschen besser managen. Ich hab das Holz gerade euch weggegeben. Ihr habt das. Ich hab hier das. Sind drei Holz noch. Ich hab ein Schild gemacht für Moggy. Ich würde mich ja rein hoffen, dass hier irgendwann mal was passiert, aber hier passiert hier nichts. Hier oben sind. Wow, das Holz bringt mir nichts. Wo seid ihr? Ich muss euch das zeigen. Was hast du gefunden? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich hab Amethysten gefunden. Das ist richtig hübsch. Ich muss es euch zeigen. Moggy, das ist ein ganz hübscher Gang, den wieder raus. Ja, hab ich schon Diamanten gefunden. Wir kommen hier nie wieder raus. Es ist ja krank, was ist mit Minecraft passiert? Das sieht komplett anders aus. Ja. Es ist so wild, oder? Allein noch diese Boden... Brauchst du eine komplette Rüstung Textur, auf jeden Fall? Kenn ich ja, hier erst ein Dia auf jeden Fall. Brauchst du noch ein Eisenschwert? Ein Roheisen. Ich mag aber nicht, dass die ganzen Sachen jetzt Eisenschwert so neue Eisenschwert von Erde gibt, weil das nimmt immer so viel Platz im Inventar weg. Ja. Sie haben das Spiel... Oder warte mal, Morgi, komm mal her. Nochmal Diamant gefunden, Maeve. So viel Ding erweitert, aber das Inventar haben sie nie größer gemacht. Eine Spitzhacke vielleicht eine bessere. Oh, viele Diamanten. Oh mein Gott, das sind so viele. Jo. Das ist eine dicke Ader hier. Sie hätten das Inventar daran anpassen müssen, aber man kann immer noch gleich... Ich will eine Diamantspitzhacke, Maeve. Ich glaube, die habe ich mir verdient. Kannst du haben? 6 Stück. Ne, 8 sind das. 8 Diamanten gefunden. Easy. Okay, Moggy, pass auf. Eisenhelm, Eisenbrust, Eisenhose, Eisenstiefel. Yeah. Diamantspitzhacke. Oh. Viel Spaß. Danke. Oli? Ist eine Hose? Jetzt bin ich nackt. Jetzt werde ich überfallen auf dem Rückweg. Ich hab das Spiel geschlossen. Kann schon passieren. Nee, ich bin rausgetappt. Okay. Danke für die Hose, Mann. Danke für die Hose. Danke für die Hose. Danke für die Hose. Danke für die Hose. Ich glaube, Jungs, wir haben keine Kohle mehr. Hattest du noch Holz? Also ich finde hier unten auch keine Kohle gerade. Ja, das Holz, alles abgegeben. Okay, aber wir können keine Truhe bauen. Ich habe auch keine Kohle mehr. Hast du Holz, Maeve? Ich habe noch Holz. Ich habe noch Holz. Eine Kiste bauen. Ich mache gerade noch ein bisschen Holz rein, ja. Nee, ich will da, das ist viel zu wertvoll, hier unten. Oh, Freunde, folgende Sache. Das klingt jetzt nach einem Crazy-Plan. Hat jemand einen Eimer? Ja, ich. Wir können einen haben wir. Jemand könnte sich nämlich mal komplett nach oben bauen und dann, also ungefähr da, wo es in der Mitte von dem Raum ist, dann einfach... Du meinst, hier so einen Fahrstuhl hinsetzen, ne? Ja, genau. Ja. Hast du Rüstung? Dann einfach so komplett hier runter. Einmal habe ich, ja. Ich kann es versuchen, ist das meine Aufgabe? Ja, also ich kann mir auch... Mach also du wenn du willst. Ja. Ich fühle mich nicht... Also wenn ihr braucht ein paar Blöcke zum Bauen, ich habe ja nämlich eine Menge. Ja, gib mir ein paar Stacks. Oh, guck mal, Hockey, da oben ist auch nochmal Diamanten. Siehst du die? Boah, der Moggy hat die Stacks für mich übrig. Wo? Ich habe alles. Da oben. Da sollte das reichen. Regnen für mich. Hier, der Hügel hier, da oben. Ja, okay, dann mache ich mir jetzt Rüstung, okay. Und Fully fleißig am Bauen. Du eine Rüstung an. Am Abbauen. Ich hab gar kein Wasser. Ihr habt doch alle, seid ihr alle voll stark. Dann gehe ich mir mal ein bisschen zur Seite. Nee, ich bin nicht voll. Das so. Wir brauchen vor allem Kohle. Das ist wir brauchen Kohle, ja. Ich glaube, Kohle würde man... Wollen wir ein bisschen weiter hochgehen, Fully? Scheiße, ich glaube, hier unten ist kaum Kohle. Ich kann eine Treppe nach oben gerade. Nein, nicht eine Treppe nach oben, wir gehen mit dem Wasser nach oben. Also ich habe eine Höhle gefunden. Ich habe Angst zu sterben auf dem Weg nach oben. Schau mir die Höhle rein. Danke für die Höhle. Danke für die Höhle. Zeig nur, ich mag den Amethysten. Ja, aber ich weiß nicht, wo er ist. Er ist irgendwie gerade hochgegangen. Wir sind am Meinen. Wir haben unser Abenteuer hier. Achso, ja, wollte euch die Amethysten zeigen. Die sind voll schön. Gold! Geilo! Nein, geht so. Gold ist immer so enttäuschend. Wo ihr von euch aus zu den Truhen kommt, ihr beiden? Klar wissen wir das. Könnt ihr kommen? Was ist denn jetzt? Okay. Was wollt ihr haben? Was wollt ihr denn? Ich mag das Geräusch. Was denn? Geht's um den Amethysten? Fuli schon zurück, okay? Ja, ich war hier gerade. Ah, hier geht's auch noch irgendwo lang. Nein! Ich wusste, dass das passiert. No Way ist gestorben? Nein, aber No Way findet mich gerade hier so ein. Irgendwas, was ein Pfeil schießen kann. Also wahrscheinlich.
Skelett. Soll ich jetzt wirklich hier rauslaufen? Ja, irgendwas wollen die gerade von uns. Ihr solltet ja zur Truhe kommen, glaube ich. Ja. Oh, nach oben graben ist wir nicht schön. Wir müssen in die Richtung. Aber ich, ja, ich wollte es euch zeigen. Das ist ein schönes neues Ding und deswegen will ich es euch zeigen. Oh, wait. Was willst du uns zeigen? Das ist ziemlich cool. Hier. Was denn? Okay. Wir müssen ein bisschen in die Richtung laufen. Oh, stark. es wird sich am Ende lohnen. Vertraut mir. Ja. Nein, vor allem können wir mit dem, was wir dort finden, können wir uns Ferngläser craften. Scheiße. Okay, bau mich zu. Ich hab keine Ahnung, wie cool das sein wird. Okay, bau mich gleich in den Tod. Muss mich nochmal kurz umgucken. Ich werde wegen Hockey sterben. Wieso denn? Warum nicht? Hab ich das gemacht? Ja, weil du ganz komisch läufst. Okay, und was suchen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, was er machen möchte. Ich weiß schon, wo es... Alter. Ich glaube, das wird nicht so cool sein, wie der Weg weit ist dafür. Wir sind schon da. Ist Lava? Also. Ich habe eine gewisse Vorstellung von dem, was ich hier mache. Ist oben Tag eigentlich, Johnny? Ich bin noch nicht oben. Achso. Wir sind sehr weit unten. Da ist Lapis. Aber ich sag Bescheid. Ja, ich versuche auch mal hochzukommen. Um wo Diamanten seid ihr denn hin jetzt? Um die Diamanten du brauchst nicht hochkommen. Du kannst ja direkt mir hinterher, sobald ich es geschafft habe. Da ist ein Creeper und hinter mir ist Lava. Ich mache ja jetzt eine Abkürzung nach oben. Der Schild hat den ganzen Schaden abgeblockt. Warte einfach, bis ich oben bin, Melf. Ach, da ist Lapis Lazuli. Okay, dann, okay. Ich glaube, ich habe gerade Kohle gesehen. Da seid ihr dann also. Da oben bekämpft ihr Skelette, okay. Nee, doch nicht. Nee, wir greifen sich gegenseitig an. Wo hab ich denn Kohle gesehen gerade? Wo rennen wir jetzt hin, Hockey? Es war in der Richtung. Also, wenn wir hier oben sind, können wir auch nach der Kohle suchen. Ja, wenn wir schon mal hier sind, können wir Kohle suchen. Ja, also bleibt mal da, wo ihr seid. Sucht irgendwie Zeug nochmal. Ich suche nochmal schnell die Stelle. Aber sie muss hier irgendwo sein, eigentlich. Und hat jemand noch Essen eigentlich? Also, ich wäre eigentlich noch weiter hoch, bis wir wieder bei dem normalen Stein sind. Aussieht. Aber ich weiß nicht, ob ich dann wieder den Weg runter finde, weil das ist ein komischer Weg nach oben. Ach, hier ist noch ein bisschen fackeln. Oh Gott! Hab dich. Ja, da oben ist der normale Stein wieder. Ich glaube, da ist mehr Kohle dann drin. Kohle. Kohle ist immer gut. Es war in der Richtung. Oh Gott, ich suche hier gerade. Hier kommt man auch viel schneller durch wieder. Ich habe auch meine Steinbrücke schon gefunden. Nee, ja, das ist sehr viel zeiteffizienter. Ja. Johnny, bist du schon oben? Nee, wir sind genau da. Ich habe mich ja so rangebaut, hier ist es. Und zwar gibt es hier diese Blöcke mitten im Ding. Ich bin schon oben. Ich weiß nicht, vielleicht baue ich gerade in einen Berg rein. Schau euch das mal an, das ist doch großartig. Das ist doch egal. Das ist cool, es sieht aus wie. Das ist cool, ja. Ich muss euch das zeigen, das ist Pflicht. Oh, kann man die abbauen? Ist automatisch Wasser hier runtergeflossen. Das sind Amethysten, die sehen hauptsächlich schön aus. Ich hab gerade irgendwo Wasser runtergeflossen. Wenn man über die drüber läuft, dann hört man so Sounds. Die machen so Musik, wenn man drüber läuft. Ja. Ich hab jetzt hier auf jeden Fall Wasser gefunden. Und der Vorteil, genau, wir können damit halt Ferngläser machen. Die können recht praktisch sein. Wir haben eine weite Sicht. Erzähl mir das jetzt. Ja, Maeve, da brauchen wir gar nicht dein Dingens. Ja, Maeve. Ja, Maeve. Was? Maeve wollte ja diese eine, Nein, ich verrecke! Sein Mod-Ding ist machen, damit man ranzoomen kann. Wir haben ja Ferngläser. Aber ich glaube, mein Zeug kommt dahin, ja, wo wir unten sind. Fuddy ausgeredet. Oh mein Gott, war das dumm. Leute, ich bin ertrunken. Er trank. Oh Gott. Wie viel hast du verloren? Ich dachte, ich kann, wenn ich den Stein abbaue, ist da dann Luft. Hast du die aber da war Wasser in die Kiste stattdessen. Gemacht? Ja. Okay. Ja, mein Zeug wird da runtergespült, glaube ich. Wenn alles glatt gegangen ist, dann sollte mein Zeug bei euch ankommen. Was ist eigentlich genau passiert? Er ist ertrunken. Also ich bin auf dem Weg nach oben auf Wasser gestoßen und dann war ich in der Höhle eingeschlossen. Und ich hätte einfach runterschwimmen können, um Luft zu holen, aber ja, ich dachte, ärgerlich. Ich dachte, ich kann mir den Weg irgendwie frei bauen. War doch ein zu großes Projekt, oder was? Naja, ich bin auf Wasser gestoßen. Maeves Weg war, glaube ich, irgendwie besser. Ich bin nach oben gekommen. Wie komme ich denn jetzt runter zu euch? Aber du hast dich straight nach oben gebuddelt, ja? Ja, ich soll... Warum ist hier nichts? Ich wollte eine Abkürzung bauen. Das ist unfassbar. Das hat Morgi mir aufgetragen. Soll ich irgendwas mitbringen von oben, wenn ich schon gerade mal da bin? Ja, wir brauchen Holz und Nahrung, glaube ich. Ja, Nahrung wäre auch nicht schlecht. Haben wir denn noch Holz? Haben wir sowas zu futtern wie bei Muttern? Oder habt ihr alles Holz verbraten? Muss ich Holz hacken gehen? Ne, wir haben ja auch kein Holz mehr. Stark. Also ich versuche hier noch ein bisschen mehr wegzumachen. Irgendwo muss ja doch... Hier muss doch irgendwo Kohle irgendwann auftauchen. Das kann nicht sein. Sind wir denn noch zu tief für Kohle? Was? Das war jetzt nicht ernsthaft ein High Place. Oh mein Gott, das ist... Ich hab mir den Knöchel verknackst. Ich dachte eigentlich, Kohle gibt's überall. Benderis? Hey, Johnny. Hi. Sind wir weiter hochgegangen zu dem Bereich, wo wieder normale Steine sind, aber hier ist trotzdem keine Kohle. Oh, du hast Dias hier und Shit. Sehr, sehr nice. Ich hab doch gesagt, dass ich die safen will. Ja, voll gut. Brauchst du noch weiter hoch, Fuddy?
Ja, ich würde gerne meinen Stuff einfach wiederfinden. Können wir, meinst du, wir finden den Weg? Anstatt mich jetzt hier neu einzudecken. Wo du ertrunken bist? Ja. Nee, das. Wir müssen nur zu den Kisten. Da ist mein Zeug dann wahrscheinlich. Hey, du bist bei den Kisten gestorben. Alter! Ich werd so sauer. Welchen Kisten denn? Die unten, wo wir alle, wo wir so ein kleines Lager nicht, in der Höhle haben. Noch weiter hoch, Pulli? Oh, da wusste ich gar nichts. Noch weiter? Aber können wir mal gucken gehen? Das war ja jetzt nur. So, deswegen hast du auch nicht verstanden, warum ich eine Abkürzung bauen will. Seid ihr beide noch bei mir? Hier ist ein Dia und ich habe keine Eisenspitzhacke. Wir sind im Dorf. Wir sind irgendwo, hast keine du, Ahnung. Hast du was du brauchst, alles so? Wir haben uns irgendwo reingebaut. Ich hab gar nichts, ich will mein Zeug einfach recovern. Okay. Warte mal, ich hab hier noch eine. Scheiße, auf den Dia, ist okay. Scheiße, die ist kaputt. Gib mir mal wieder, ich geb dir mal eine, die besser ist. Ja, was hab ich denn? Ich hab. Achso, nee. Wieso soll ich die wiedergeben, wenn du sie auch nicht willst? Ja, oder behalt sie kurz. Der Stein bringt mir auch nichts. Ich hab eine Diamantenspitzhacke, okay? Gut, aber ich brauch auch nichts, also ich muss nur kurz da zurück, bevor mein Stuff despawnt. Also ich würde jetzt ein bisschen mich beeilen. Und despawnt das Zeug mit der Zeit? Ich glaub schon. Ja. Ich hab keine Ahnung, echt? Mies. Sagst du mir mies. Ich weiß das nicht, irgendwie wo wir halt nach unten sind. Okay, das weiß ich nicht. Ach stimmt, das war ja gar nicht in diesem Graben, das war hier drüben. Ich bin direkt falsch gelaufen. Und hier hab ich jetzt was. Oh, ich hab eine Höhle gefunden, Fully. Fuck, Alter, soll ich vorbeikommen? Bin in irgendein Loch gefallen. Das ja, hier ist Kohle nicht. Direkt. Okay, Moment. Oh, hier ist eine Menge Kohle. Jo. Melf, ich glaube, ich bin da. Wir sind im Kohleparadies. Ich bin unterirdisch schon mal vorgelaufen. Das große Kohleparadies. Oh, ich habe Eisen. Ja, Eisen ist ja auch noch eine Menge. Irgendwo hier sind wir runter. Oh, vor allem ist hier aber... Oh, hier ist so viel Kohle. Oh. Hier ist kein Wasser. Das ist das Wichtigste. Das, Melf. Hallo. Kein Wasser, aber Melf. Warte, ich versuch's mal, irgendwie zu dir zu kommen. Ich bin hier oben. Achso, ich dachte, du warst schon richtig jetzt. Das hab ich gerade gesagt. Ich bin... Nee, Mist, ich bin abgestürzt. So würde ich es nennen. So ein bisschen. So, Du warst vorher mal Fall besser in dem Spiel. Ja. Was? Ich bin nicht gut in Minecraft, nee. Und ein ganzes Zeit betrunken warst du damals auch nicht. Ich spiel's bloß gern, aber bist nicht irgendwie... Also ich bin vor allem ich bin immer zu risky unterwegs. Wo bist du, Mate? Du hörst einen Händler hier. Ja, weil hier ist so ein Typ mit Alpakas. Ah. Ja. Oh. Mave, wo waren die denn jetzt? Hier. Die Kisten, soll ich was zum Essen, Fully? Oh nein, also, nein, das war nicht hier. Das war unten, hier viel weiter ein unten. Was. Hier sind wir runtergegangen, nee, ich habe volle Leben und ich habe 4 von der Hungeranzeige. Hier irgendwo. Aber für die Zukunft wäre es ganz gut zu wissen. Also ich bin ganz voll mit Hunger sogar. Jungs, gebt mir mal die Koordinaten von den Kisten. Keine Ahnung. Ich glaube, niemand ist gerade da. Kann dir ungefähre Koordinaten geben, dass deine Kann der bitte sterben? Danke. Wir sollten da vielleicht ein Bett platzieren, damit wir da halt. Aber hier ist eine Menge Kohle. Das heißt, wenn wir noch ein bisschen was wollen, würde ich sagen, wir können einfach. Oh, ich werde gleich erschossen. Ein bisschen reinbuddeln irgendwo. Bisschen buddeln. Oh Gott! Oh! Nein! Ich rette dich! Oh Gott! Okay, ich lebe. Hier unten meinst du da, du Scheiße! Ja, das sieht richtig aus. Buddeln wir uns da rein, dann noch ein bisschen Kohle, dann sind wir fertig. Okay, das ja, hier sind sie, let's go. Oh, gefährlich Gott. Hier, okay, ich nice, sehe schon. Junge, Scheiße, aber mein Zeug ist anscheinend nicht hier. Wo ist vielleicht dann lieber da drüben. Ja, und ich werde nicht direkt an die Wand laufen. Der wird da irgendwo liegen. Nein. Es ist dann wahrscheinlich irgendwo in so eine Lücke doch leider reingedroppt. Ich mag dieses, nein. Und dann steht man in diesen Text da unten. Ach man. Bro, aber wir dürfen jetzt nicht ertrinken, ne? Du hast keine Tür dabei, oder? Du kannst so am Rand schwimmen, dann kriegst du Luft. Nee, ich gleich in der Höhle, wo ich gestorben bin. Ja, da habe ich keine Luft natürlich. Und du nimmst doch die Eisenspitzhacke. Ja. Oh, aber hier habe ich auch keine Luft. Mann, nicht schneller schwimmen. Ja, deswegen. Was hast du dir eigentlich dabei gedacht? Wieso? Das war der Plan. Das sollte doch ein Weg nach oben werden, oder? Ja, ich mit Wasser. Ein Zombie. Ja, ich werde wieder sterben, scheiße. Ja, wird bestimmt kein Problem. Ja, ich auch. Und die Höhle ist komplett voller Wasser, ne? Oh, hier kann man atmen. Easy. Du kannst hoch. Okay. Mann, warum bin ich nicht hier? Als ob es so einen Ort gab, wo ich easy hätte atmen können, so eine Scheiße. Ich hab mein Zeug. Bisschen Eisen bei dir drüben gleich, Fully. Okay, perfekt. Ich warte von unten. Kohle! Das ist nicht mein Zeug. Mit ich hab ein Stück Eisen. Wenn du Doppel-W drückst oder Steuerung, kannst du nicht schneller schwimmen, ne? Oh, hier ist eine Menge Kohle. Die baue ich schon mal ab, Fully. Bis du ankommst, ist nichts mehr da. Ich hab das Gefühl, mit Steuerung das ist so viel Kohle hier. Oh mein Gott. Oder wie? Ja, oh, das ist die größte Kohleader der Welt! Holy shit! Ja, und das ist doch die größte Eisenader. Wie kann hier immer noch mehr sein? Oh mein Gott, das hört nicht auf. Oh nein. Ja, oh Moment. Oh mein Gott. Hä, aber wo ist mein Zeug? Das hört einfach nicht auf. Ich habe schon so viel abgebaut. Wenn ich hier gestorben bin, meinst du, es ist schon despawned?
Boah, schon lange her. Wir waren du hast dein Zeug. Wir waren auch alle in der Nähe. Kann schon sein. Ha, wo bin ich? Da! Nee, da komme ich nicht. Also, her. Um ehrlich zu sein, sind wir abgehauen. Ja, wie viel Kohle hast du eigentlich inzwischen dabei, Fully? Warte mal. Ich habe 32 und ich habe 28 Rohkupfer und 11 Eisen. Bin ich nicht? Ich habe 16 Eisen und 21 Kohle. Aber ich bin ja rübergegangen zu so einem komischen Ort. Ich glaube, wenn ich noch eine Kohleader habe, dann gehe ich mal zurück wieder. Und da oben kann man atmen, sagst du, ja? Also ich würde es einfach Judo da... Ja, du, du kannst du da reinschwimmen. Solange du geradeaus bleibst. Okay. Ich kann noch ein paar Fackeln machen, weil mir gehen die Fackeln langsam. Ja, ich habe auch nur noch 3 Stück. Aber ich bin noch nicht weit gekommen. Ich habe jetzt 24, also wenn du welche brauchst. Wo liegt mein Schild? Ja, ich denke, solange... Ja, so weit machen wir hier eh nicht mehr. Boah, ist das nervig. Wieso heile ich denn nicht voll? Heil dich doch mal. Ja, das ist die richtige Frage. Dirt, warum ist hier oh. Sind wir fast oben? Was hast du? Schmutz. Höhle. Einfach nur Schmutz. Geilo. Und hier ist auch Kohle. Geilo. Alter, yeah. Alter. Wie weit oben sind wir? Ich könnte an sich jetzt einfach weitermachen. Ich habe keine Ahnung. Wo ist die Luft? Hier, wo ich stehe. Ah ja. Ich glaube, hier könnte aber ein Ausgang sein sogar. Also, wollen ich wir bin ja hier in dieser Höhle verreckt, aber ich sehe kein Zeug. Ich würde sagen, wir schauen mal hier noch ein bisschen, wo das hinführt. Ja. Ist mein Zeug nicht mit dem Wasser nach oben? Ja, das ist der Himmel! Worden? Das müsste doch eigentlich passieren. Und da vorne sich die Fackeln der anderen. Vorsicht. Oh, da unten ist auch noch ein bisschen Kohle. Komm ich weg, ja. Zumindest glaube ich, dass das die Fackeln oder sind. Ich habe keine Ahnung. Ich war doch hier. Das sieht nach Fackeln aus. Oder es könnte Lava sein irgendwo. Ja, weil da unten ist auch noch woanders Lava. Oh Gott, alles gut bei dir? Sieht so gruselig aus, wie du rumläufst. Oh mein Gott, aber hier verreckt man einfach. Ich werde wieder sterben. Das ist einfach eine Riesenhöhle, die komplett unter Wasser ist. Holy shit. Ja, die bin ich auch versehentlich mal rein. Ja, ich bin wieder tot. Ja, weil wir sind noch nicht mal fast oben. Oh, what the fuck? Nee. Johnny ertrank. Ich meine, wir könnten einen Turm straight nach oben bauen, boah, theoretisch. Boah, ja, das ist eine Riesenhöhle. Ich will mal hier noch das zum Leuchten runterschauen. Da bräuchte ich irgendwas zum Unterwasser atmen oder so. Oder wir machen den Schacht da dicht, wo ich hochgebuddelt habe. Aber ich habe das Gefühl, man trifft wieder auf Wasser. Ich glaube, mit so Schildkröten. Was leuchtet da unten? Oh, da sind Creeper und Zombies. Ich glaube aber, die Abkürzung wird nichts mehr, Moggy. Man stößt einfach nur auf eine auch riesige langsam. Unterwasserhöhle. Ich würde sagen, wir bauen uns mal nach oben, Folie, und dann schauen, wo wir überhaupt sind. Wie sieht's denn eigentlich mit Roheisen aus? Wollen wir ein bisschen aus? Sicherer gehen und nicht nur so... Oder nö, das ist okay. Solange wir nicht irgendwo reinbuddeln, blind, kann uns hier eigentlich nicht viel passieren. Wie viele Eisen haben wir? Ich muss echt eigentlich nicht zurückgehen, ne? Wir haben eine Menge Roheisen, wenn Fulio und ich zurück sind. Sehr viel, ja? Okay, sehr geil. Holy shit. Soll ich euch schon mal was aus Diamanten bauen? Wir brauchen Obsidian für einen Zaubertisch. Ja, leider. Was ist los? Obsidian. Also gehen wir wieder ins Dorf, oder wie? Soll ich euch aus Diamanten schon mal Pickaxes machen und Schild? Wie viele brauchen wir davon? Eine reicht eigentlich. Okay. Also meine Diamanten-Pickaxe ist noch sehr gut erhalten. Wir haben doch schon welche. Brauchen wir so wenige? Okay. Was soll ich denn sonst aus Diamanten bauen? Ich habe alles Rüstung und Schwerter sind von, aber mach mal nichts. Ja. Ich mach nichts. Treffen wir uns beim Haus. Ja, lieber besprechen und dann schauen. Ist noch ein bisschen Kohle. Was das Schlauste wäre, das erste wäre ein Enchantment-Table, aber Mann, ich finde schade, ich wünsche, wir hätten hier noch Obsidian gefunden. Das ist natürlich ein Oberbrecher gewesen. Oberbrecher! Ja. Und wir kommen jetzt nach oben. Oberschenkelmuskeln. Und ein Wasserding hier, einfach hochschwimmen. Ich will so viel Kohle. Ja, nicht ganz. Freunde, ich sag's euch, Kohleprobleme werden wir so schnell nicht mehr haben. Ja, geil. Also Kohle und Eisen sind ja, sehr geil. Gut aus in der Front. Ja, geil. Da haben wir gut investiert. Bro, Maeve, hast du wirklich 20 Dias? Was geht denn da? Was machst du denn hier? Ich hab Maeve doch die Idee gefunden. Der Eisengolem ist bis in die Höhle vorgedrungen. Ja, ich bin draußen. Da unten. Ja, da mangelt es uns auf jeden Fall jetzt nicht mehr dran. Also es wäre vielleicht auch bei uns ein bisschen Gold. Man konnte überall hoch, außer da, wo ich die Abkürzung bauen wollte. Das ist ich denke, Gold wäre nicht schlecht und dann auf jeden Fall Obsidian. Und dann kommt schon Nether. Wir brauchen Nether. Freiheit. Und das hat schon fast meine Höhenangst getriggert. Ich dachte die ganze Zeit, Gold. Ja, und Safe Gold. Also Gold muss sein. Das ist eine Biene oder so. Ja, Gold ja, kann ganz wieder. Gern mal Höhenangst spielen. Aber ich denke, wir haben ein bisschen was. Wir können zum Beispiel auch schon Gold essen. Nicht selten. Machen. Bring mal das Eisen mit. Hier ist doch Eisen. Ne? Hier ist doch richtig viel Eisen. Ja, ist so, wo wir hin müssen, Fully? Nein, ich habe keinen Platz. Auf deiner Seite auch noch. Okay, ich gehe dann mal nochmal weiter nach oben und schaue, ich was finde. Wieso habe ich Kupfer dabei? Oh, hier ist ein guter Ausblick. Aber ich sehe das Dorf nicht. Hey, hier ist kein Eisen. Doch, da gegenüber. Kein Eisen in der Truhe. Es müsste ja hier irgendwo sein. Oder ist Gold?
Warte mal, hatte ich super viel Eisen dabei? Ja, sollen wir nicht in ein anderes Biom gehen? Wie kann man Pferd zähmen? Ich hatte auch sau viele Eisen. Ich habe eh nichts dabei. Wurzelerde. Und wir brauchen einen Sattel. Oh, ja gut. Wofür braucht ihr einen Sattel? Brauchen wir das nicht für ein Pferd auch? Ja. Achso, für ein Pferd, Pferd zähmen will. Ja. Man kann aber auch so fuck. Ein bisschen rauf. Oh Gott, da sind die Jungs. Oh, hier, der trinkt gerade wie Hockey, ey. Die bekämpfen sich gegenseitig. Stopp, ich trinke ganz normal, stopp. So ein Mini-Zombie bekämpft gerade ein Skelett. Nee. Oh, nee, siehst du da hinten? Ich glaube, ich habe das Dorf gefunden. Okay, ich folge dir. Ihr habt Koordinaten fürs Dorf, ne? Könnt ihr auch so machen. Yeah. Die sind schon lustig, das kannst du relativ schnell lernen. Oh, wir könnten hier einen Enderman killen. Ah! Der kleine Scheiße wollte Fully killen. Der soll einer. Ich glaube, ich habe einen Spinnenspawner gefunden, tatsächlich. Ja, das ist das Dorf! Ja! Wir können auch eine Plattform bauen, oder? Wo wir safe sind drunter, oder? Hier sind auch noch eine Menge Schweine, die wir killen können. Achso, stimmt, den werde ich machen, ja. Hey, lass uns echt eine Enderperle holen, oder? Na, dann wiederum, wir haben ja Brot zum Essen. Ein bisschen. Joa. Dann lass es aufbauen. Ah, home sweet home. Die kleine Arena. Ja, wir waren weit weg von zu Hause. Brauchen wir dafür einfach nur... Einfach nur so zwei Blöcke hochbauen. Also wir waren tief. Achtung. Sehr tief. Oh ja. Achtung, Creeper. Hey, hier sind schon viele Gegner. Ich hab kein Schwert. Nee, scheiß drauf. Lass uns zurückgehen. Schaffst du's? Ich frage mich, ob das das richtige Dorf ist. Seid ihr nicht im richtigen Dorf? Ich weiß es nicht. Ich vergleiche die scheiß Koordinaten jetzt. Ich bin mir unsicher. Ja, komm, lass mir erst mal gucken. Lass uns doch erstmal schauen. Nee, warte, das war nicht die richtigen. Das kommt mir jetzt erstmal nicht bekannt vor. Das ist vom Dorf. Bro. Jungs, wir haben ein neues Dorf gefunden. Ja, stark. Wir sind bei minus 320. Oh, hier ist ordentlich Essen. Warte, wo ist Essen? Wo? Hier. Mogi, wo bist du? Ja, ich bin da. Brauchst du? Ja, ich brauch was, ja. Ich kann dir Brot geben. Hier. Oh, yeah. Danke, ihr Villager. Einfach rausgeraubt. Dafür kriegt ihr das verrottete Fleisch, das ich hier in der Höhle gefunden habe. Ja, frisst das verrottete Fleisch. Mave, wo bist du? So, wollen wir zurück, Fully? Hast du eine? Bro, ja. Ich verstehe das nicht. Oh, stark. Wir haben eine Enderperle. Geil. Die Koordinaten. Oh mein Gott, let's go. Das ist der erste Schritt, um das Spiel durchzuspielen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal in die Richtung. Wir haben eine Enderperle, Jungs. Fully, Moggy. Eine? Das hilft, um ins End zu kommen. Nice. Deswegen heißt es Enderperle. Brauchen nur noch 16 andere oder so. Ja, das und vor allem auch noch Blaze Rods, aber das kriegen wir hin. Ja, wir müssen erstmal jetzt das Nether-Portal bauen. Und die Blaze Rods, da kümmert sich der Hockey doch easy drum. Nächste Folge geht's um die Lohnen werden schrecklich. Ja, also warum müssen wir sie dann finden, aber dann können wir es gerne machen. Bestimmt. Wenn wir schon mal hier sind, kann ich auch noch ein bisschen Fleisch mitnehmen. Ich habe auf jeden Fall eine Überraschung von euch, für euch, wenn ihr ins Dorf kommt. Von uns? Ich habe Angst. Von uns? Ich habe eine Überraschung von uns. Wenn ihr ins Dorf kommt. Okay. Was war nochmal das Minus bei den Koordinaten? 500 irgendwas? Was? Nee, minus 103. Und dann beim letzten braucht ihr 5. Also beim letzten 5? Also wenn ihr drauf schaut, 103, das mittlere ist halt die Höhe. Das heißt, das ist eigentlich egal, weißt du? Ja, ja. Also minus 103 und ganz am Ende 5. Ihr seid sehr weit weg anscheinend. Ach, 103 und dann, wo ist die 5? Wie kommen wir jetzt zu 5 dann Fluss hin? Ach du Scheiße, das sind 500 Blöcke noch. Brauchten wir Gold auch für den 500 Blöcke sind nicht mal so viel. Da brauchen wir nur Wir müssen in die Richtung weiter. Und Obsidian. Das ist direkt um die Ecke. Okay. Oh, haben wir noch Zuckerrohr oder hat... nein. Wir haben Zuckerrohr. Wir haben noch Zuckerrohr. Haben wir? Ja, haben wir. Oh, ich dachte, er hätte jetzt... Bestimmt nur Süßstoff oder so. Aber wenn ich schon höre, Babes sagen, ja, wir haben Zuckerrohr zu Hause. Dann in Berlin. Dann ist es bestimmt Stevia. Ja. Agavendicksaft. Sag das nie wieder. Was ist das? Warum ist hier so viel Sand? Das nennt sich Wüste. Oh, das ist komisch. Das ist einfach nur so eine Sandinsel hier. Ja, es ist einfach nur ein riesiger Fleck Sand. Ich glaube, das Gras hat Haarausfall. Ein Sandteppich. Damit ist es nicht zu spaßen. Sieht das genauso aus? Da brennt was. Ist das ein Schwein? Hey, ist das Schwein, Johnny? Johnny, brennst du gerade? Johnny, brennst du? Stirbst doch ständig. Schon wieder am Sterben? Sag mal, brennst du? Das klingt so, wie wenn man spinnt. Moment. Yeah. Johnny, brennt doch. Der brennt doch bei dem.
Für die also Sache brennt er. Tatsächlich ist es gerade bei mir eher so eine Art Spinnen. Braucht ihr noch Zuckerrohr? Nee. Können wir den Zuckerrohr mitnehmen? Ich schmeiß mich doch nicht runter. Ah, ey, Schaden kann es nie. Schaden das kann nicht sein. Wo sind wir, Moggy? Hä, wo warst du überhaupt? Ich dachte, du warst oben beim Tor. Ey, Johnny, ich hab vorhin einen Witz gemacht, ja, dass du doch mal sterben sollst, ja? Warst du wieder ja, in der Höhle? Ich dachte ja, auch nicht, dass so schnell geholt passiert. Ich dachte, ich krieg das hin, aber. Leute, Johnny ist ja schon wieder im Dorf. Ohne Essen krieg ich das nicht hin. Also sind wir gleich bei Johnny. Er ist der Einzige bei uns im Dorf. Ah, miese Nummer. Kommst du schnell wieder dahin, wo du gestorben bist? Ich hab da nichts. Mogi, ich glaube, ich hab dich zwischen den Bäumen verloren, wenn ich spiele einfach nur Minecraft. Das ist schon okay. Du findest mich schon. Ich finde dich. Lauf einfach weiter. Ah, hi. Oh, das ja, ein bisschen ist Kohle hier, Hobby. Da bist du am Buddel. Irgendwo hier war das. Ja, da habe ich Kohle gesehen, dachte ich mir, nehme ich doch mit. Dafür sind wir doch überhaupt erst losgegangen. Was ist denn, Schwein? Was jumpscarest du mich so? Moment. Hast du es getötet, weil du. Hat sich eingegriffen, nur weil du Schwein gegessen hast? Genau, hier war dann der Golem. Jetzt habe ich es getötet. Und hier stark. Hier ist ein See. Also ein bisschen Schinken. Gerade nicht. Ich habe selber ein bisschen mitgenommen. Ich hatte auf jeden Fall eine Mine gefunden, da ist ein Spinnspawner. Oder zumindest sind da so viele Netze, dass ich das Gefühl habe. Woher ist das? Ich glaube, ich will den Berg hier hoch. Von Herr der Ringe ist das. Ich glaube, Hock hat uns die Koordinaten von der Mine gegeben. Als ob Morgi das ja nicht weiß. Nein, die Dreier müssen eigentlich die von hier sein. Selbst wenn, ich glaube wirklich, dass das Moment mal. Wenn das die Mine ist. Oh, scheiße, das ist wirklich die Mine. Das ist egal, die ist super nah dran. Oh, ich habe das Lagerfeuer. Ja, du hast das Lagerfeuer. Ja. Aber von der Mine aus Lagerfeuer auf dem Hügel. Ja, dann lauf dahin, wo der Dirtblock hinzeigt, ein bisschen links. Ich schreibe euch notfalls nochmal die Koordinaten vom Dorf. Also stimmt, Fully weiß, welchen Dirtblock ich meine. Ja, ja, ich war, ab hier weiß ich den Weg auch ungefähr, glaube ich, oder? Ist das richtig, Fully? Ja, ist richtig. Dieses komische Gebilde, oder? Hat das Johnny gebaut? Junge, ich hab nichts mehr. Nein, das hab ich gebaut. Da ist euer Schaf drin. Sie hast jetzt Johnny gebaut, naja. Da ist ein Schaf drin. Ah, jetzt sehe ich das Eisen. Hoffentlich umzubringen. Was denn? Warum sind die Türen? Wie, was denn? Wusste ich doch, dass die Türen doch mal nützlich sein werden. Warte mal, war das Wasser immer so weit? Mann. Wir sind da vorhin, beim letzten Mal sind wir mit dem Boot hier rüber gefahren. Ich wollte einfach nur Eisen die ganze Zeit. Ich bin mit Maeve geschwommen. Ja, sterben. Dann, wo gehst du? Dann bleib mal hier im Dorf, bitte. Ich bleib doch jetzt auch. Was? Nein, okay. Da habe ich kein Eis. Johnny, wir sind gleich bei dir im Dorf. Gott, man schwimmt Johnny, so keine Sorge, langsam. Wenn wir da sind, wirst du nicht mehr so. Ihr habt nicht so viel ein bisschen Sand mitgebracht von eurer Aktion? Wir können gerade eine Menge Sand mitnehmen. Ich habe noch eine Schaufel. Ihr habt bestimmt noch ein bisschen Sand ja, in den müsst Schuhen. Ja, ein bisschen nicht. Ich bin gerade. Dann brauchst du Sand, dann nehme ich noch was mit. Nee, ich sammle gerade selber Sand am Strand. Okay. Ich kann selber Sand. Okay. Ich wusste nicht, dass wir hier direkt so einen schönen Strand haben. Habe ich WhatsApp Web offen? Oh. Der Klassiker. Schöner Strand, dann sehen wir uns vielleicht gleich, Maeve. Ja. Oh, ich weiß warum, weil mein Browser sich alle Fenster gemerkt hat, die ich gestern noch offen hatte. Vielleicht aber auch nicht. Das machen Browser. Wann fahren wir mal an den Strand? Nö, das muss man aktivieren. Fully, wo müssen wir hin? Ich. Morgen will nicht, okay. Was? Fully, wann fahren wir mal an den Strand? Wo sind wir? 142 minus 200. Fully will auch nicht. Will irgendeiner mit mir den Strand fahren überhaupt? Wir sind am Strand. Hi. Minus 200 ist da hinten. Hast du irgendwie ein bisschen Zeug für mich? Was willst du haben? Weiß ich nicht so, dass man... Bisschen das Geld, bisschen Schnaps, also was brauchst du? Holz. Ich hatte gerade gar keinen Bock, das Haus mit dem Fäusten abzubauen. Wir haben es gefunden. Ja, hier. Das, obwohl ihr uns nicht lassen wolltet, ihr Pferde. Home, sweet sind wir die Pferde? Ich am Pferd gehauen. Du bist ein Apfel wie ein Pferd. Ihr habt das gut gemacht. Welcome home. Wer ist ein Apfel wie ein Pferd? Ich oder Johnny? Willkommen zu Hause, Björn! Willkommen zu Hause. Sehe ich das eigentlich richtig? Mogi und ich sind die Einzigen, die komplett überlebt haben? Ja. Ich bin einmal gestorben. Ihr habt das Ding nach Hause geholt. Ich bin auch nicht gestorben. Maeve hat's auch. Oh, okay. Maeve hat's auch. Hey, Freunde! Ich hab gehört, jemand braucht ein bisschen Kohlen. Hey, liebe Leute. Da liegt durch Maeve hinter dir jetzt eine Menge Kohle. Ich fühle mich richtig schlecht. Ich deck mich jetzt einfach ein. Oh, Mogi, weißt du, was man mit so viel Kohle machen kann? Ah, nee, das Eis lasse ich hier. Ich gönn mir richtig, pass auf. Noch ein bisschen Roheisen. Pass auf, Mogi. Johnny nimmt's mit. Ich mach das Mogi schon. Ja? Kohleblock. Alter. Oh, daraus hätten wir mal unser Haus machen sollen. Okay, ich brauch was. Habt ihr nicht was zum Essen hier? Ich brauch mir mal eine Cheese an, ne? Hier ist auch Fleisch. Komprimierte Kohle, du darfst nicht anzünden. Ey, ich hab eine Überraschung für euch. Was fresst ihr meine Kohle? Maeve liebt das. Ja, oh, ich hab eine Kartoffel. Cool. Maeve liebt das.
Ich finde es medium lustig. Er liebt es wirklich. 36 Diamanten. Alter, ihr hattet ihr nicht noch mehr Gold sogar? Ich habe noch 3 Gold hier. Gib mal her. Warum, was machst du jetzt? Also viel nicht, aber ich hab's hingeworfen, Johnny. Ich werde ein bisschen farmen, weil wer hat mir das Gold da gegeben? Da. Das war Moggy. Ich hab's auf den Boden geworfen, Johnny wollte's noch nicht mitnehmen. Ich wollte's haben. Boah, die Geräuschkulisse hier. Warum haben wir nicht unser Lager direkt mit den ganzen Viechern aufgebaut? Ja, das wollte ich gerade fragen. Wo wollen wir die Fässer, wo wir unser Zeug reinmachen, eigentlich hinbauen? Wir wollten das eh ändern. Als ob der Iron Golem bei den Hühnern mit drin ist. Wie ist denn selbst da reingekommen? Junge, holy shit. Wie bist du hierher gekommen? Hast du gerade den Iron Golem mit einem Ei abgeworfen? Ich habe einen Huhn und einen Villager mit dem Ei abgeworfen. Okay, gut. Sonst wäre er wahrscheinlich wäre er dann sauer auf mich, oder? Ich habe noch ein paar Kotlets gemacht. Dann wäre Rambazamba, Johnny. Au! Musst du normal sterben. Hä, wie war mit dem Babyhuhn? Wieso habe ich den Moggy erwischt, obwohl ich das Huhn Johnny, getroffen habe? Ich habe nur einmal geschlagen. Du hast deine Rüstung komplett verloren und alles? Ja. Okay. Fully, dir fehlen noch Schuhe? Ja. Oh, das ist raus, echt schön. Ich habe echt wenig Eisen dafür. Also da fehlt immer noch die Scheibe. Ich habe ein paar Stacks gehabt nach ein paar Stunden. Dankeschön. Vor allem mit so vielen Leuten. Ist Eisen weniger geworden? Ja, das ist mein Eisen. Johnny, komm her. Okay. Johnny, komm her. Dann hat Maeve das wohl gesagt. Hose, Brust. Hat er gesagt, Dankeschön. Tatsächlich. Ich geb dir noch die anderen 2 Sachen, warte mal. Ich versuche jetzt vorsichtiger zu sein. Dann haben wir aber nichts mehr. Und wir wissen ja, wie das immer läuft. Johnny? Soll die paar Male, die ich danach gestorben bin, war ja, weil ich nichts hatte. Hier, Johnny. Danke. Aber jetzt haben wir kein Eisen mehr, also es wäre cool, wenn wir Eisen organisieren. Vielen Dank. Ich wollte es mir nicht selber bauen, sowas, weil. Da hab ich mich versuche mal eine neue Organisation an Zeug zu machen. Ich mache eine Materialkiste. Doch, wir haben noch Eisen. Ey, ich mache hinten gerade, Pulli. Kommt da auch Steine rein in die Materialkiste? Ich mache gerade hier hinten die Fässer. Ich habe die hier schon gebaut. Fässer? Ja, hier vorne. Ich schrifte die auch gerade, damit wir das Zeug. Ah, okay. Ich weiß nicht, wir brauchen für manche Dinge halt wahrscheinlich dann mehrere Kisten, aber ich weiß nicht von was genau dann. Jetzt fühle ich mich besser. Das müssen wir halt dann. Erze haben. Bei Erze auch fertig. Oh, sehr schön, sehr schön, Hockey. Ja, also du meinst so fertiges Eisen, geschmolzenes? Ja, genau. Ja, würde ich sagen. Okay. Bei Erze haben wir viel Platz. Jetzt wollte ich aber euch aber noch was geben. Hatte noch eine Überraschung für euch. Und zwar. Kommt mal her zu mir. Moment. Es wird wundervoll. Ich heule fast schon. So schön wird okay, das. Okay. Du heulst? Bist du eine Heulsuse oder was? Moggy, bitteschön. Okay. Oh yeah! Ja. Was hast du gemacht? Ja, hier liegt's. Optifine! Danke! Oh mein Gott, was? Kann man direkt ein bisschen durchlinsen. Alter. Ist ja wirklich Optifine. Ist das cool oder was? Alter, schau dich Hockey mal an aus der Nähe. Unglaublich. Junge, und dafür haben sich die Amethysten gelohnt, ich sag's euch. Was denn? Ich hab nichts. Johnny hat deine Aufgabe. Johnny hat nichts bekommen. Johnny hat deine Aufgabe. Nein! Gott, diese Rüstungen sehen so dumm aus in dem Spiel. Ja. Und da steht sogar mein Name. Vor allen Dingen, wir haben uns die ganze Zeit diese Skins ausgesucht und im Endeffekt sehen wir die gar nicht mehr, wenn sie so Rüstung tragen. Das ist halt. Deswegen habe ich mir auch kaum Zeit investiert in Baldur's Gate, um meinen Charakter zu erstellen. Ja, aber dann habe ich gesehen, dass man die Helme auch einfach ausblenden kann. Ja. Naja, Helme kann man ausblenden. Wo zur Hölle habe ich denn jetzt den Ofen gelassen, den ich abgebaut habe? Der schwebt hier noch ein bisschen. Ah, das ist deiner. Lootdrops können wir noch machen. Ein paar Ofen hier hingelegt. Aber gut, liebe Freunde, ich würde sagen, das war eine abenteuerliche Folge. Wir haben eine Menge Abenteuer erlebt. Heute Abenteuer auf jeden Fall. Jeder hat sein eigenes Abenteuer erlebt. Vor allem Johnny. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Meins war am besten. Ich glaube auch. 5 war gestorben. Das ist okay. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüssikowski. War das cool?